Schon bei der Urlaubsplanung war klar, dass ich mich an einen Profi und nicht an einen Laien wandte. Also ging ich ins Reisebüro zu meinem Kumpel André, aber ich war noch unschlüssig, was genau ich bei André buch. Aber ich wollte eher ausspannen, denn ich hatte mich gerade von Anna getrennt, weil sie nie die Wahrheit sagte. Sobald sie den Mund aufmachte, war klar, dass analog. Also buchte ich einen Kurzurlaub im ländlichen Digital, wo alles viel ruhiger als in einer Stadt ist. Dort wurde ich direkt von einer Kuh begrüßt, die klang wie ein Singvogel. Wirklich, die Kuh machte Mu wie Star. Außer der Kuh ließen sich noch ein Reh und ein Pfau blicken. Und das Reh verrichtete gerade ziemlich laut seine Notdurft. Ich hatte schon damit gerechnet, hier einiges zu sehen, aber nicht damit, dass ich einen Regisseur. Riechen konnte ich das Ganze allerdings auch und es roch so gar nicht wie Parfüm oder wie Deo. Als das Reh fertig war, taumelte es weiter. Vielleicht hat es zu viel getrunken und war blau. Ja, vielleicht war es ein Blu-ray. Da kam das Pfauenmännchen herbei und schlug ein Rad, um dem Reh zu imponieren. Ja, obwohl das Rehgetaumel merkwürdig aussah, mochte die Pfau des. So wankte das Reh weiter umher und trotzdem umgarnte der Pfauherr es. Aber die Tiere schienen wohl auf, also ging ich ins Hotel, checkte ein und ging in die Hotelgaststätte. Dort war nur noch ein Ecktisch frei, aber mir war es egal, dass ich nur einen Platz im Make-up. Dann kam die Kellnerin. Sie war wunderschön. Ein steiler Zahn. Und zwar von Fuß bis Kopf. Ihr wisst schon, ein Zahn, der von den Zehen bis zum Haar steil ist. Bei ihren formvollendeten Rundungen fragte man sich, ob sie denn noch Doppel-D hatte. Oder HD, sie sogar 3D. Die Schönheit empfahl mir das Tagesgericht, das Omelett mit besonderen Eiern aus Ferl. Das klang gut, also bestellte ich die Ferleier. In der Gaststätte war viel los, so konnte ich mich von der schönen Kellnerin ablenken. Auf einem Flatscreen lief ein Fußballspiel und das wollte hier mehr als nur einen Fan sehen. Im Moment stand es 16 zu 9. Bei so vielen Toren hatte man das Gefühl, einer hätte sie bestellt und zwar nicht pro Stück, sondern pro Dozent. An einem Tisch war ein Mann namens Eddie so betrunken, dass er mit seinem Spanferkel spielte, weil es aussah wie sein Hund Ian. Die Sau ähnelte so sehr Rien, dass Eddie immer wilder wurde und sie in seinem Übermut auf den schmutzigen Boden fallen ließ. Ja, dank seinem wilden Spielfilm die Soundtrack. Und zwar ungeschnitten. Jetzt hatte die Soundeffekt. Aber das kümmerte Eddie wenig und er rief nur: Kino und Bier! Oh, was sag ich? Wieso nur eins? Komm doch gleich mit am Set. Oder noch besser, bring mir den ganzen Casting. An meinem Nachbartisch wurde Skat gespielt. Sogar der Hoteldirektor machte mit. Ja, hier spielte sogar der Director's Cut. Der war früher Pressesprecher am berühmten Hof der vielen Könige. Achtung, gleich wird's richtig flach. Dem sogenannten Mehrking-Hof. Dann kündigte er bei den Kronen und eröffnete das Hotel. Seine Skatpartner wussten nicht, dass sie einen Kronsprecher bei sich hatten. Denn er wollte es hinter sich lassen und vermeiden, dass jemand nach dieser Storyboard. Plötzlich rumpelte es gewaltig und die Tür der Besenkammer ging auf. Da kam aus der Kameramann. In der Kammer stand ein goldener Putzeimer,
Und in diesen hatte der Mann soeben sein Geschäft verrichtet. Er erklärte stolz wie Oscar, dass er gerade einen Golden Globe nutzen dürfte. Es war der Trunkenbold Eddie, der zuvor sein Spanferkel hatte fallen lassen. Er hielt die Kammer fürs Herrenklo und dachte auf der Tür, Stuntman. Für Eddie wurde der Abend teuer und für den Wirt war es der blanke Horror. Er rief Eddie zu, komm Eddie, und ließ ihn ins Krankenhaus bringen. Dort hatte sein befreundeter Arzt Dr. Reck Visite. Also war Eddie gut versorgt. Dann kam die schöne Kellnerin mit meinem Essen zu mir ins Action. Sie meinte, das wäre nicht der erste Vorfall mit Eddie. Die geschehen öfter, allein diesen Monat. Science Fiction. Wir kamen ins Gespräch. Sie verriet mir, dass sie Holly heißt und ich sagte ihr, ich Fantasy attraktiv. Nach dem Essen kam Holly wieder und schaute mich intensiv an. Ich dachte erst, vielleicht hat Hollywood. Doch sie setzte sich zu mir und legte mir ihre Hand ganz nah auf Name. Ich war überglücklich und musste aufpassen, dass ich vor lauter Freude keine Liedchen trailer. Doch ich wollte Gewissheit und erklärte, Holly, ich bin kein Rockstar, kein Gitarrist oder Drama. Ich bin auch kein Professor, ich studiere nicht mal. Sie sagte, ich habe gar kein Interesse an Draufgängern oder Selbstdarstellern. Auch ich bin nicht perfekt. Zum Beispiel beim Bowling kann es sicher sein, dass ich immer da Nebenrolle. Und wenn ich sage... Und wenn ich sagen würde, ich kann zaubern und Zeichentrick, wäre das eine Lüge. Holly und ich verliebten uns sofort. Wir zogen zusammen und genießen seitdem das Landleben im Digital. Happy End.